Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video Kettenregel für verkettete Funktionen. In diesem Video schauen wir uns eine weitere Ableitungsregel an, und zwar die sogenannte Kettenregel, die vor allem dann verwendet wird, wenn wir eine Funktion gegeben haben und in diese Funktion noch eine andere Funktion eingeschrieben wird. Das heißt, diese beiden Funktionen sind ineinander verkettet. Und für solche Funktionen verwenden wir die sogenannte Kettenregel, damit wir sie ableiten können. Zunächst habe ich dir wieder zusammengeschrieben, was du bereits können solltest und welche Ziele wir gemeinsam haben. Ganz wichtig ist, dass du auch wieder diese Ableitungsregeln für Potenz, Wurzel, Polynom, Exponential, Logarithmus und Winkelfunktionen gut verinnerlicht hast. Wenn du dir noch hier unsicher bist, dann schau dir die letzten Videos zu diesen Ableitungsregeln nochmals an. Des Weiteren ist es ganz wichtig, dass du vor allem Funktionen, in denen mehrere Teilfunktionen zusammengesetzt bzw. verkettet sind, auch gut identifizieren kannst, dass du weißt, wann wirklich eine verkettete Funktion vorliegt und nicht ein ganz normales Polynom beispielsweise. Welche Ziele haben wir gemeinsam in diesem Video? Natürlich, wie das Video oder der Name dieses Videos auch schon sagt, lernen wir diese Kettenregel kennen. Das heißt, dass du diese Kettenregel vor allem dann auch für verkettete Funktionen auch anwenden kannst und vor allem viele analoge Beispiele damit auch lösen kannst. Natürlich ist es mir auch wichtig, dass du in diesem Video auch lernst, wie wir wirklich eine äußere und eine innere Funktion, also zwei verkettete Funktionen, auch identifizieren können, beziehungsweise auch beschreiben können, wann jetzt welche Funktion die äußere Funktion und wann jetzt welche Funktion die innere ist. Das ist nämlich ganz wichtig, damit wir auch die Kettenregel auch anwenden können. Denn verkettete Funktionen bestehen immer aus einer äußeren und einer inneren Funktion, denn die innere Funktion ist in die äußere Funktion eingeschrieben. Und natürlich haben wir dann auch eine Vielzahl von Ableitungsregeln kennengelernt, und es gibt auch oft einige Funktionen, für die oder bei denen jetzt mehrere Ableitungsregeln verwendet werden können. Hierzu schauen wir uns auch ein Beispiel an, und du wirst auch sehen, dass mehrere Varianten hier möglich sind, die Ableitung auch zu berechnen. Man soll sich immer dann diejenige aussuchen, die vor allem am einfachsten ist, am leichtesten ist und die vor allem auch in den jeweiligen Kontext gut hineinpasst. Zunächst einmal möchte ich mit dir kurz anschauen, was wirklich eine verkettete Funktion ist, beziehungsweise wie sie auch definiert ist. Wir beschäftigen uns vor allem jetzt mit Funktionen der Art oder der Gestalt k von x gleich f von g von x. Und hier sehen wir bereits, dass wir eine äußere Funktion haben, die Funktion f. Und in diese Funktion f ist dann die innere Funktion g von x eingeschrieben. Das heißt, in f kommt jetzt die Funktion g vor. Die Funktion g kann eine ganz normale Funktion sein, die von x abhängig ist. Und diese Funktion wird jetzt in die äußere, die Hauptfunktion f eingeschrieben. Und dazu muss man grundsätzlich auch ja wissen, dass der Wertebereich von der Funktion g, also alle Werte, die jetzt die Funktion g annimmt, natürlich müssen im Definitionsbereich von f enthalten sein, da ja g von x ja das neue Argument oder die neuen Argumentwerte von f sind und damit natürlich der Wertebereich von g auch zumindest eine Teilmenge des Definitionsbereiches von f sein muss. So schauen jetzt grundsätzlich verkettete Funktionen aus. F wird als äußere Funktion bezeichnet, g wird als innere Funktion bezeichnet. Und jetzt gibt es analog zur Produkt- und zur Quotientenregel auch hier eine große Gefahr, denn man muss hier aufpassen. Denn die Ableitung beispielsweise von einer solchen verketteten Funktion, wie wir sie hier haben, von k von x beispielsweise Sinus x Quadrat, das heißt das x Quadrat als Funktion ist jetzt in den Sinus eingeschrieben, Sinus wäre die äußere, x Quadrat die innere Funktion, da ist bitte die Ableitung nicht Cosinus von 2 mal x, denn
Wenn man den Sinus ableitet, wäre es der Cosinus und wenn man x Quadrat ableitet, wäre es zwar x Quadrat, aber gleich wie bei der Produkt- und der Quotientenregel gilt hier nicht, dass man hier getrennt voneinander diese beiden Funktionen ableiten darf. Das heißt, dass Sinus x Quadrat abgeleitet Cosinus von 2x ist. Das gilt bitte nicht, sondern es gibt hier eine eigene Regel, die hier auch wieder angewandt werden muss, und zwar die sogenannte Kettenregel. Und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Die Ableitung der Funktion k von x, f von g von x, können wir mit Hilfe der Kettenregel ermitteln. Das heißt, f die äußere, g die innere Funktion, und dann schaut die Ableitung gemäß dieser Kettenregel jetzt folgendermaßen aus. Du hast diese Definition auch auf deinem Arbeitsblatt. K' von x ist die Ableitung, ist gleich die äußere Funktion abgeleitet, das heißt f', wobei jetzt in diese äußere Ableitung, die Ableitung der äußeren Funktion, jetzt die innere Funktion ganz normal hineingeschrieben wird. Das heißt f' von g von x, und dann müssen wir diese Funktion nochmals mit der Ableitung der inneren Funktion g' von x multiplizieren. Das ist diese sehr wichtige Kettenregel, die du dir auch merken solltest. Ableitung der äußeren Funktion mit dem Argument der inneren Funktion mal die innere Funktion abgeleitet. Das ist ganz wichtig. Ich habe dir auch ein Beispiel mitgebracht. Wenn wir jetzt dieses k von x Sinus x Quadrat haben, dann gilt, dass die Ableitung der äußeren Funktion vom Sinus wäre ja Cosinus. Und in diesem Cosinus wird jetzt die innere Funktion ganz normal hineingeschrieben. Das heißt, wir haben dann Cosinus von x Quadrat und dann müssen wir sie nochmal der Ableitung der inneren Funktion multiplizieren. Das heißt, wir multiplizieren es noch mit mal 2x. Und das ist das Ergebnis dieser Ableitung. Schauen wir uns das nochmals genauer an mit Hilfe dieser Definition von äußerer und innerer Funktion. Bei der Funktion k steckt jetzt nämlich eine quadratische Funktion in der Sinusfunktion. Das heißt, die Sinusfunktion, man kann sie von außen nach innen lesen. Die Sinusfunktion ist in diesem Fall die äußere Funktion. Und die x-Quadrat-Funktion ist die innere Funktion. Das heißt, unser g von x, das Innere, ist jetzt x². Wenn wir das ableiten, g' von x, erhalten wir 2x. Wenn wir jetzt die äußere Funktion anschauen, und hier ist es ganz wichtig, dass dieses g von x nur ein Platzhalter ist. Wir können hier auch den Smiley eintragen. Dann gilt nämlich, dass das f von diesem Smiley gleich Sinus von diesem Smiley ist. Dieser Smiley ist jetzt einfach ein Platzhalter, wie auch das g von x oder das x Quadrat. Das macht nämlich nichts, denn wir brauchen hier nur die Ableitung der äußeren Funktion. Die Ableitung der äußeren Funktion f' von diesem Smiley wäre dann der Cosinus von diesem Smiley. Und jetzt ist der Trick, dass wir k von x hier anschreiben als Sinus x Quadrat. Das wäre ja f von g von x. Dieses f wäre jetzt die äußere Funktion und die innere Funktion, das ist egal, ob das jetzt das Smiley ist oder dieses g von x oder das x Quadrat, das ist jetzt unsere blaue Funktion, das Innere. Und jetzt leiten wir das mit Hilfe dieser Kettenregel jetzt ab. Wir schauen uns als erstes die Ableitung von f an. Und dieses g von x ist in dem Fall nur jetzt dieser Platzhalter. Wir können auch den Smiley eintragen. Das ist ganz egal. Das wäre jetzt f' von g von x mal g' von x gemäß dieser Kettenregel. Und dann erhalten wir die Ableitung der äußeren Funktion. F' wäre der Cosinus. Dieser Smiley wäre jetzt dieses x Quadrat. Das wäre jetzt der Platzhalter, dieses g von x. Und dann multiplizieren wir es noch mit mal der Ableitung der inneren Funktion mal 2x. Das wäre jetzt die Anwendung dieser Kettenregel und deshalb ist es so wichtig, dass wir hier die Definition der äußeren Funktion und die Definition der inneren Funktion vornehmen, denn die Kettenregel baut auf dieser äußeren und dieser inneren Funktion auf. Nochmals,
Die Kettenregel ist Ableitung der äußeren Funktion und im Argument wird die innere Funktion ganz normal hingeschrieben und dann müssen wir nochmal die Ableitung der inneren Funktion dazu nehmen. Das wäre die Kettenregel. Schauen wir uns dazu jetzt ein Beispiel an, das du auch selbst rechnen kannst. Ermittle die Ableitungsfunktion dieser Funktion, die mit Hilfe des Logarithmus gegeben ist, der ln von 4x² minus 5x plus 4. Hier ist es zunächst einmal wichtig, was wir als äußere und als innere Funktion auch definieren. Wir können wieder von außen nach innen lesen. Die äußere Funktion wäre eindeutigerweise der ln mit einer Funktion darin. Und diese Funktion darin, diese innere Funktion, wäre jetzt ein Polynom, das ist 4x² minus 5x plus 4. Und jetzt versuchen wir es mit Hilfe dieser Kettenregel auch abzuleiten. Das mache jetzt bitte nun selbstständig und dazu kannst du dieses Video jetzt auch stoppen. Schauen wir uns die Ableitung jetzt nun gemeinsam an. Wie schon gesagt, verwenden wir die Definition der äußeren und der inneren Funktion. Wenn wir diese Funktion k von x ableiten wollen, dann bilden wir k' von x und das wäre gemäß der Kettenregel wieder f' von g von x mal g' von x. F haben wir jetzt identifiziert als unsere Logarithmusfunktion, g haben wir jetzt identifiziert als unser Polynom. Das heißt, wir erhalten hier die Logarithmusfunktion abgeleitet, das wissen wir schon, das ist 1 durch den Argumentwert. Und der Argumentwert ist jetzt unsere Funktion g. Das ist jetzt ganz wichtig, hier kommt nicht x unten hin, sondern es kommt jetzt genau dieses Argument vom Logarithmus. Das heißt, die innere Funktion wird ganz normal jetzt hingeschrieben. Wir halten also 4x² minus 5x plus 4 im Nenner. Und jetzt müssen wir nochmal die Ableitung der inneren Funktion rechnen. Das heißt, die innere Funktion abgeleitet ist 8x minus 5. Und das könnte man jetzt noch auf einen gemeinsamen Bruchstrich schreiben. Dann erhalten wir 8x minus 5 durch 4x² minus 5x plus 4. Und das wäre die Ableitung dieser Funktion, die hier gegeben ist, wo hier zwei Funktionen miteinander verkettet sind und hier auch die Kettenregel zur Anwendung kommt. Wichtig, als erstes schau dir an, welche Funktion die äußere ist und welche die Funktion innere ist. Äußere ableiten, innere ganz normal hinschreiben, wo dieses x normal vorkommen würde, schreiben wir einfach diese Funktion, die neue Funktion, die innere Funktion hin. Und dann multiplizieren wir noch mit mal die Ableitung der inneren Funktion. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir zuerst identifizieren, was ist außen, was ist innen, damit wir die Kettenregel mathematisch korrekt anwenden können. Das wäre jetzt eigentlich die letzte wichtige Regel für das Ableiten von Funktionen. Und jetzt habe ich dir noch ein Beispiel mitgebracht, das du auch auf deinem Arbeitsblatt findest, wo du eine Funktion gegeben hast, die auf drei verschiedene Arten auch abgeleitet werden kann. Und zwar, manchmal gibt es ja mehrere Varianten, die Ableitung einer Funktion zu bestimmen. Wichtig ist dann aber immer, dass du dir diese Variante aussuchst, die für dich am einfachsten ist und die auch gut in den Kontext hineinpasst. Manchmal ist es am einfachsten, wirklich zum Beispiel bei einem Quadrat, dieses Binom auch auszumultiplizieren und dann die Polynomregel verwenden. Manchmal ist es aber einfacher, die Produktregel zu verwenden und manchmal ist es einfacher, die Kettenregel zu verwenden. Das heißt, es hängt immer vom Kontext ab, welche Variante du verwendest. Im folgenden Beispiel möchte ich mit dir aber jetzt eine Funktion anschauen, wo wir alle drei Varianten uns genauer anschauen und dann entscheiden ja können, welche wirklich am aufwendigsten auch gewesen ist.
Ermittle die Ableitungsfunktion dieser Funktion f von x in Klammer 4x minus 2 zum Quadrat. Und zwar mit Hilfe der Kettenregel, mit Hilfe der Produktregel und mit die dritte Variante, indem du einfach diese binomische Formel anwendest und auch ausquadrierst. Es ist eindeutigerweise eine Variante hier in diesem Fall die kürzeste und das sollte man natürlich auch am Anfang gleich sehen. Weil sonst arbeitet man sehr lange an einem Beispiel. Das Beispiel ist relativ kurz, aber wenn es natürlich mehrere Faktoren da drinnen gibt oder mehrere Summen, Differenzen, dann ist es natürlich gescheit, gleich am Anfang sich einen Überblick zu verschaffen, welche Variante am kürzesten ist. Die erste Regel, die wir hier verwenden, ist die Kettenregel. Wir haben hier eine Funktion, eine äußere Funktion, das ist die Quadratfunktion, und eine innere Funktion innerhalb der Klammer. Und die leiten wir mit Hilfe der Kettenregel ab. Und zwar f' von x ist gleich, wenn man die äußere Funktion nimmt, die wäre abgeleitet, ja, dass die Exponent vorne hinkommt, das wäre die Quadratfunktion abgeleitet, die kommt vorne hin. Das heißt 2 mal dann die innere Funktion 4x minus 2 hoch 1 und dann mal die Ableitung der inneren Funktion noch. Die innere Funktion wäre jetzt 4x minus 2, die wäre abgeleitet einfach 4 und man erhält 32x minus 16. Das ist ein bisschen aufwendiger, da man natürlich zuerst erkennen muss, dass das Quadrat jetzt die äußere Funktion ist und dieses Polynom 4x minus 2 die innere Funktion ist. Die zweite Regel wäre die sogenannte Produktregel. Denn wir wissen, wie wir mit Quadraten auch umgehen können. Was bedeutet es, wenn ein Term oder ein Ausdruck zum Quadrat steht? Das heißt, einfach der Term mit sich selbst multipliziert. Das wäre die sogenannte, das Produkt 4x minus 2 mal 4x minus 2. Und dann kann die Produktregel angewandt werden. Das heißt, die Ableitung des ersten Faktors mal der zweite Faktor hingeschrieben, das heißt 4 mal 4x minus 2 plus erster Faktor hingeschrieben mal Ableitung des zweiten Faktors plus 4x minus 2 mal 4. Man erhält natürlich zweimal dasselbe, weil man ja im Grunde genommen ja quadriert, das heißt man multipliziert den Faktor mit sich selbst, dann erhält man natürlich zweimal beim Ableiten auch das gleiche. Und dann, wenn man das wieder ausmultipliziert und zusammenfasst, bekommt man wieder 32x minus 16 heraus. Hier ist natürlich der Aufwand, dass man alles ausmultiplizieren muss, dass man auch zusammenfasst. Das dauert schon ein wenig länger. Und die dritte Art und Weise, wie man diese Ableitung hier bestimmen kann, wäre einfach, wenn man zuerst dieses Binom da hier ausmultipliziert, mit Hilfe der binomischen Regel, binomischen Formel, dann erhält man hier ursprünglich für die Funktion f von x gleich 16x² minus 16x plus 4, dass man einfach jetzt diese Funktion ausquadriert und dann kann man mit Hilfe der Polynomregel diese Funktion auch ableiten. Dann erhält man f' von x 32x minus 16 und das würde überall dasselbe Ergebnis liefern. Wir sehen, dass die blaue Variante hier am einfachsten ist und auch am schnellsten funktioniert. Und ich würde dir auch immer raten, viele Funktionen auf Polynomfunktionen zu reduzieren, denn Polynome lassen sich am einfachsten ableiten. Versuche immer, so gut es geht, vor allem diese Produkt-, Quotienten-, Kettenregel zu vermeiden und vielleicht etwas auszumultiplizieren, damit man auf Polynomfunktionen kommt, die dann sehr leicht zum Ableiten sind. Natürlich, wenn du dir bei der Produkt-, Quotient- und Kettenregel auch schon sehr sicher bist, kannst du die auch natürlich verwenden. Und es gibt natürlich auch sehr viele Fälle, wo die Ableitung nur mit Hilfe der Ketten- und der Produktregel beispielsweise auch möglich ist. Deshalb solltest du dir nicht nur die Polynomregel gut merken, sondern auch die Produkt-, die Quotienten- und auch die Kettenregel. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit. Und es war mir eine volle Freude, mit dir dieses Arbeitsblatt jetzt durchzugehen und mit dir diese Ableitungsregeln auch anzuschauen. Ich wünsche dir auch viel Erfolg, vielleicht wenn du dieses Arbeitsblatt nochmals machen möchtest. Und ich freue mich auf das nächste Mal.